Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der LanceTV natürlich mal wieder und unser SK Sturm hat ganz souverän, muss man sagen, in Ried gewonnen. 2:0 am Ende für die Blackies und man muss sagen, hochverdient. Eigentlich auch eine ziemlich konstante Leistung über die gesamten 90 Minuten. Natürlich hatten auch die Rieder ein ziemliches Handicap, viele Ausfälle, das hat man gemerkt. Auch der Ersatzkeeper war jetzt nicht ganz so sattelfest über das ganze Spiel. Und ja, dazu noch die rote Karte für Ried, über die man wohl streiten kann. Also von dem muss man sagen, haben ein paar Faktoren zusammengespielt, aber nichtsdestotrotz ganz souveräner Sieg der Blackies und ja, die Leistung unserer Schwarz-Weißen war auf jeden Fall ist den Ansprüchen gerecht geworden. Gehen wir das Ganze chronologisch durch. Sturm eigentlich schon in den Anfangsminuten die bessere Mannschaft, also gleich mal den Weg zum Tor gesucht, auch wenn man zunächst nicht wahnsinniges Abschlussglück gleich hatte. Über die rechte Seite gab es eine Hereingabe von Ingolitsch und Friesenbichler aus einem knappen Meter vom Tor trifft nur das Aluminium, das glaube ich in Minute 7 herum gewesen. Also die erste richtig dicke Möglichkeit für Sturm. Davor gab es schon ein, zwei Halbchancen. Wenig später in Minute 9 Einwurf für die Blackies über die rechte Seite. Der Einwurf von Ingolitsch in den 16er der Rieder, der wird rausgeköpft vor die Füße von Stefan Hierländer und der macht das mit dem Spitz. Und dann geht der Ball eben via Innenstange rein, 1:0 für den SK Sturm nach gerade mal 9 Minuten, also nahezu perfekter Start für die Blackies und die Führung auch zu dem frühen Zeitpunkt eigentlich schon verdient gewesen. Von Ried, ja, ist nicht wirklich was gekommen, also gerade in der Offensive waren sie in der ersten Halbzeit sehr, sehr ungefährlich, das hatte Sturm, wenn man so will, auch gut im Griff. Unsere Blackies haben dann auch probiert nachzusetzen, Jakob Janscher mit einem Schuss, der ganz knapp am langen Pfosten vorbeiging. Oder ja, wenig später dann noch eine Doppelchance durch Kuhn. Also man hatte doch Möglichkeiten, um noch vor der Pause den zweiten Treffer zu machen. Passiert ist es nicht. Und im zweiten Durchgang fingen dann die Rieder einen Tick besser an. Also so, ich sag mal, die ersten 10 Minuten, das war so die einzige Phase, wie ich gefunden habe, wo Ried wirklich im Spiel so halbwegs drin war. Also auch in den Zweikämpfen wurde es ruppiger. Und die hatten dann auch eine Halbchance, der Schuss selber. Ich glaube, von Sulle ging dann ja irgendwo drüber. Das war aber, wie gesagt, die einzige Aufbäumphase, so richtig der Rieder, wie ich finde, übers gesamte Spiel. Danach, das Spiel so teilweise verflacht, so ungefähr bis zur, ja, knapp vor der 70. ist dann nicht mehr so extrem viel vor beiden Toren passiert. Dann aber, ja, ein weiterer Knackpunkt im Spiel. Rainer, der Rieder, hackt Friesenbichler um. Der hatte sowieso seine Freude mit den Riedern. Also Friesenbichler wurde oft gelegt und da gab es doch auch das ein oder andere hitzige Duell in der Schlussphase. Und jedenfalls das Foul klar von hinten und der Schiri gibt dann Volley die rote Karte. Kann man ehrlicherweise drüber streiten, dunkelgelb auf alle Fälle. Wenig Aussicht auf den Ball, okay, aber trotzdem fast so fair muss man sein nach meinem Empfinden. Bisschen hart hier glatt rot zu geben, aber okay, spielte unseren Blackies dann eben doch in die Karten und in der Schlussphase da. Ja, da fand man dann auch wieder den Mut in der Offensive, beispielsweise eine Aktion über die linke Seite, Dante mit der Flanke, der eingewechselte Baller mit der Brustablage und Lubitsch auch, der lässt erst seinen Gegenspieler gut aussteigen und dann ja haut er den Ball an die Stange aus, auch, keine Ahnung, 1, 2, 3, 4, 5 Metern. Auf jeden Fall hätte auch das schon das 2:0 sein müssen, das an der Stelle der zweite Aluminiumtreffer im Spiel. Für die Blackies. Sturm hat dann auch weitere Möglichkeiten. Friesenbichler beispielsweise trifft er aus Spitzenwinkel auch nicht das Tor. Oder eben dann auch noch eine Ecke zuvor, wo der Rieder Schlussmann, Danilo, glaube ich, ja, den Ball dann auslässt. Sturm bringt ihn in der Folge aber nicht hinter die Linie. Und das geht eigentlich in der Schlussphase immer so weiter. Ja, letzten Endes werden die Blackies aber dann doch nochmal belohnt. Jakob Janscher aus Spitzenwinkel mit dem Abschluss. Der Ried-Goalie kann den Ball nicht festhalten. Und dann ist es Ivan Lubitsch, der abstaubt und eben die Vorentscheidung zu diesem Zeitpunkt bringt. Das 2:0 für den SK Sturm.
Ja, danach passiert eigentlich gar nicht mehr wirklich was. Eine dicke Möglichkeit für die Blackies gibt es noch. Stefan Hierländer, der aus der Distanz zum zweiten Mal in diesem Spiel abzieht und wirklich mit einem Lattenhammer da einfach Pech hat, dass der Ball eben nochmal zurückspringt. Wäre ansonsten wohl sicher ein Kandidat für das Tor des Monats gewesen. Aber sei es drum, am Ende steht eben ein ganz souveräner 2-0-Sieg für den SK Sturm zu Buche. Ried nicht wirklich gefährlich, wie gesagt, auch mit vielen Ausfällen gestraft. Aber trotzdem, über die Leistung kann man, glaube ich, nicht viel meckern bei unserem Blackies-Sturm. Ja, kraxelt auch schön langsam und weiter kontinuierlich nach oben in der Tabelle, ist weiterhin ungeschlagen. Also von dem her sind das, glaube ich, ja, ganz gute Aussichten auf die kommenden Partien. Von dem her, bevor wir das Video beenden, schreibt ihr mir natürlich gerne in die Kommentare, was sagt ihr zu dem gestrigen Spiel unserer Blackies. Ja, und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal hier bei der Lenz TV. In diesem Sinne, euer Elias, auf die Schwarzen natürlich und bis dann. Ciao, ciao.